Hallo und WW und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Braun. Ja, Mann, also, wir sind hier in dem Geisterturm und ich habe ein Full Heal gefunden. You don't say. Und los geht's. Boring. Also, langweilig. Hat sie gesagt, nicht ich. Also, ich bin guter Dinger. Mit meinem Evoli fast was tot ist. Level 16. Ah, ich möchte gerne ein entwickeltes Evoli. Weil ich habe gehört, man könnte alle haben. Egal welches. Alle, die es bis jetzt gibt. Das heißt, ich bin super guter Dinge. Boah, ich hätte... Was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne alles, mein ganzes Team aus Evolis. Aber es wäre ja langweilig. Der Evoli Run. Den kann ich auch mal irgendwann machen, den Evoli Run, nur mit Evolis. Das ist halt voll Style. Aber wäre auch voll einfach. Weil du hast ja alles. Außer Fliegen. Die sollen mal ein fliegendes Evoli erfinden. Es benötigt echt mal ein fliegendes Evoli. Pokémon Lucy. Los geht's. Lucy Lash. Ich bin Turtok. Dum 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 dum. Ice Beam. Ja, ich bin schon paralysiert. Nicht paralysiert. Warum verwechsel ich das eigentlich immer? Konfusioniert. Verwirrt. Ich bin eigentlich schon vollkommen verwirrt. Und mein Lucy, das lässt sich nicht so gerne verwirren. Hauptsache, ich habe Eisstrahl. Ich liebe Eisstrahl. Ich finde das bestes Item. Zack. Dum, 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 dum. Ja, geil, Level 17. Es nimmt gute Dinge an, gute Dinge. Jetzt komme ich nicht an den Pokéball ran. Wird der wegteleportiert. Und jetzt geh weg, Missingo. Ich weiß auch noch nicht, ob ich immer noch hier hin muss. Ich will den Pokéball trotzdem. Wieder zurück. Geht. HP ab, cool. Jetzt laufe ich mal hier hoch. Weil ich auch nicht weiß, was hier oben ist. Ah, noch ein Pokéball. Und irgendein Vieh. Was ich nichts machen kann mit. Es einfach nur eine Statue ist. Na gut, dann gehe ich jetzt hier weiter. Zack. Und, ah, cool. Bandzirkel. Genau das habe ich doch gesucht. Wusch. Jetzt bin ich wieder voll Dreht die sich um? Ach so. Ich dachte, die will mit mir kämpfen. Deswegen hat sie sich umgedreht. Weiter geht's. Junge. Oder Kind. Nicht Junge, aber ich bin ja ein Junge. Also sehe ich das ein. Also die hat Kind gesagt, aber ich meine, ich sehe ein, dass ich ein Junge bin. Oder so. Meine Güte. Ich labe auch ein Mist. Los, Nekostar. Nekostar muss das hier rechten. Und ab und zu mal darf Lucy ran. Bald habe ich ja für alles ein Dingens. Wenn ich trainiere, dann trainiere ich auch nur so, dass alle meine Pokémon das Level meines schwächsten Pokémons haben. Das heißt, ich werde nicht alle auf ein Level trainieren. Dann reicht es so alle 36, auch wenn dann bis dahin ich noch nicht weiß, wann ich trainiere. Also höchstens werden dann mein Pokémon 40 sein. Wenn überhaupt. Weil zu viel trainieren ist auch nicht witzig. Jetzt wach doch auf, bitte. Ja. Kann ich direkt gleich wieder. Dann muss es doch mit Waterfall die Lucy richten. Also dann orientiere ich mich an dem schwächsten Pokémon von den zwei. Was in dem Fall momentan Nekostar ist. Weil wir wissen, ach du Scheiße, macht das viel Damage. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Dum 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 dum. Channeler. Hä? Und erstmal heilen. Runter hoch. Weil ich bin guter Dinger, was das da oben angeht. Diese Bäume da, ne? Die ab und zu da drin stehen, sind auch super. Stop und Swap. Stop und Swap. Also Stop und Tausch. Mischievous. Cooles Pokémon. Also damals waren die... Jetzt setze ich wieder Lucy ein. Ich bin auch so ein Schmuck. Und Kung-Fu-Strahl. Wir hassen Kung-Fu-Strahl, deswegen setze ich Ice Beam ein. Hui.
Oh, diese Kette, ne? Und Psywave. Das gefällt mir gar nicht. Aber, ach komm schon, Lucy. Gib alles. Zeig uns Para-Fusion. Confused. Entschuldigung. Wahrscheinlich wäre mit Dingens schon tot gewesen. Mit dem guten Alten. Und 18? Wunderbar. Ups, ich hab verloren. Das hast du wohl. Oh, ein Pokéball, das ist super. Äther. Und zack. Missingno, geh weg. Wir mögen dich nicht. Du alter Missingno. Und wieder voll geheilt. Super praktisch. Vor allem, weil ich hier am meisten Schaden bekomme. Oh, ein neues Missingno. Kann ich das eigentlich fangen? Wahrscheinlich nicht. Aber es verbuggt nicht, wenn ich ihn... Ja, weil es schon sowieso verbuggt ist. Versuch's trotzdem mal. Hui. Ausgewichen. Missingno setzt nichts ein. Und ich gehe. An... Ah. Unnützer Dialog. Alles klar. Wenn du nicht reden willst, dann musst du auch nicht reden. Hunter. Ich habe mit Hunter eine Rechnung offen. Nicht mit diesem Hunter. Mit einem anderen. Und auch den hasse ich. Plus Nikusta. Du bist es. Ah! Oh, jetzt, aber bitte sag mir nicht, Nikusta ist jetzt so verwirrt, dass er nicht mal mehr Flammenwurf einsetzen kann. Nikusta? Was soll das? Jetzt gib alles Brandon, bitte. Ah, Brandon, du bist so nutzlos. Greif doch mal mit Flammenwurf an. Danke, Brandon. Siehst du, wenn man Brandon motiviert, ich meine Nikusta motiviert, dann geht das. Dann denkt er sich so, ja okay, dann mache ich was. Und er hilft damit Kyo zur Weltdomination. Hoffe ich doch. Und wegrennen. Bald müsste ich ja auch mal am Ende des Ganges angekommen sein und dann sagte mir, Rot in Hölle. Rot in Hölle. Oder Hölle in Rot. Wahrscheinlich Hölle in Rot. Noch mehr. Ja, ich kann mich an den ganzen Hunters rächen. Und ich freue mich schon auf diesen Hunter, der mich damals auseinandergenommen hat. Den werde ich auseinandernehmen. Mittlerweile ist das kein Problem mehr. Ich könnte ihn jetzt schon töten. Aber ich warte, bis ich wahrscheinlich sein Level habe. Weil da liegt da eine Arena dazwischen. Dann werde ich ihn vernichten. Ich werde ihn so vernichten. Das wird so gut. Das wird so gut. Rache. Rache an diesem. Boah, noch mehr Trainer. Also ist auf jeden Fall geil hier. Zum Trainieren. Los, Kyo. Pokémon. Nikusta. Kyo kann sich noch nicht alleine verteidigen. Das ist mir zu gefährlich. Nachtschatten. Nachtschatten vor allem. Das heißt nicht Nachtschatten, sondern Nacht. Nebel. Ja, wunderbar. Wieder einer tot. Mysterious. Das ist so, wie als würdest du ein Kappador trainieren. Nur einfach. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt ein Kappador gehabt hätte, was ich die ganze Zeit hin und zurück nehmen soll, wäre es nicht so einfach gewesen. Ich weiß zwar nicht wieso. Weil es genau dasselbe gewesen wäre, weil ich ja nicht angreife mit dem Evoli. Oh, danke, dass das nicht getroffen hat. Jetzt kann ich ja nicht mal testen, wie viel Flammenwurf ihr abzieht. War auch nicht wirklich mehr. Dies ist gar nicht effektiv gegen die. Was ist sie denn noch außer Geist? Oh, jetzt wird's aber eklig für meinen guten alten Nikusta. Und jetzt habe ich auch noch einen Hunter als Gegner. Egal, damals hat's meinen Schlock gefressen. Diesmal fresse ich's mit meinem Turtok. Deswegen habe ich auch kein Problem, jetzt die gute alte Lucy einzusetzen. Lucy macht Randale. Und Nachtschatten. Nachtnebel. Zieht aber immer nur 37 ab. Oder nee, 28, ne? Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, was es abzieht. So viel wie mein Level oder so viel wie sein Level? 20, 8. Ja, so viel wie sein Level.
heißt, ich halte noch locker 4 Dinger aus. Es sei denn, Lucy haut sich wieder die ganze Zeit selber. Jetzt habe ich noch ungefähr 47 oder so. Ne, 44. Ja, aber und danach noch eins. Und danach bin ich tot, weil ich weniger als 28 habe. Und Level 20, wunderbar. She had defeated Groan. Was? Ja, und was? Das ist Fiana! Ja! Wie geil! Fuck! Genau das wollte ich, Mann! Genau das wollte ich, weil ich wahrscheinlich in diesem Geisterturm bin. Und jetzt lernt auch noch Konfusion. Fuck yeah! Erstmal angucken. Ah! Süß! Tackle, Sandsturm, Konfusion. Jetzt lasse ich es mal gegen Gegner kämpfen. Auf der Hoffnung ist es guter Ding. Ah, und von hinten sieht's nicht so schön aus, aber sieht cool aus. Hey, wie das noch ein Missingo vor mir aufgetaucht. Von hinten sieht's aus wie so eine Katze. Ist ja eine Katze. Haha, ich hab Fiana. Wie geil. Das freut mich jetzt für den ganzen Postler. Und Konfusion. Natürlich! Das erste, was Gio macht, nachdem sie entwickelt, ist schlafen. Und währenddessen sie am Schlafen ist, ist sie verwirrt. The fuck. Und jetzt hört sie sich auch noch selber. Gio, wenn du dich jetzt tötest. Was soll das? Jetzt bin ich enttäuscht. Das erste, was ich von Gio erlebe, ist scheiße. Waterfall. Jetzt bin ich traurig über Kyo. Egal. Ich hab ein OP, wie heißt? Ich hab ein OP Psyana. Alle meine Pokémon sind fast tot. Erstmal ein paar Super Potions einsetzen. Zack. 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 Hier geht's auch noch weiter. Und da ist auch noch ein. Suff. Okay. Was ich auch nicht verstehe, dass ich konfusioniert werden kann, während ich schlafe. Das ist totaler Schwachsinn. So, Nekos da nach vorne. Und das war ja gar nicht sehr effektiv. Egal. Boah, diese Verwirrungen hier, ne? Die gehen mir herbe auf den Piss. Aber ganz ehrlich, die gehen mir herbe auf den Piss. Aber ich bin froh, dass ich jetzt ein Evoli habe, was OP ist, muss ich dazu sagen. Weil es kann jetzt Konfusion. Und was Konfusion kann, ist OP. Wie wir wissen. Vielleicht kann ich jetzt mal gleich einen Gegner besiegen. Erstmal den Pokéball da mitnehmen. Oh, Iron. Ich weiß gerade nicht, was Iron macht, aber kann ich mir erklären lassen. Ich glaube, Dingens ab. Erstmal Super Potion auf Kyo. Super Potion auf Lucy. Ja, hier ist nichts oder was? Ja, are you kidding me? Ist ein Pokéball. Sonderbonbon. Ah, das heißt, ich muss da in dieses. Ich bin jetzt aber auf der obersten Ebene. Jetzt müsste ich eigentlich nicht mehr weiterkommen. Wenn die nicht wollen, dass ich weiterkomme, hier an diesem Schalter. Ah, dein Spielstand wurde gelöscht. Das ist aber nicht so nett. Okay, hier komme ich nicht weiter. Das heißt, es hat sich gar nicht gelohnt, hier hochzukommen. Jetzt habe ich auch keinen Schaufler oder so, ne? Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Ja, nenne ich den Pfad den Turm des Psyanas. Ah, ich habe Psyana, Mann. Ich habe Psyana! Besser hätte es gar nicht kommen können. Ich hätte auch nach Tara genommen oder so, aber boah, es hätte nicht besser kommen können. Jetzt bin ich auch noch ins Loch gefallen. Das ist natürlich sehr gut. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Achso, ich muss von der Seite rein. Ja, immer von der Seite rein, ne? Manchmal ist das echt kompliziert. Hier komme ich auch nicht weiter. Ja, ich meine, von vorne rein ist ja noch einfach, na, von der Seite. Immer so eine Sache. Hui. Nach unten. Raus hier. So. Jetzt ist das Problem. What shall we do next?
Ich habe einen roten Stein, der mir auch nicht viel sonderlich mehr bringt. Hab ein Psyana, was OP ist, hoffe ich. Hab eine Shiny Orb, eine Red Orb. Thunderbonbon. Fliegen habe ich auch. Erstmal Starts von dem guten alten. Ja, okay, es ist auf jeden Fall schnelles Pokémon. Mit Käferflug auch einen besonderen Typ. Also kann man nichts dagegen sagen. Dann gehe ich jetzt einfach mal nach unten. Da war ich nämlich noch nicht. Oh, hier sitzt nicht mal einer drin, ne? Und hier brauche ich Zerschneider. Das ist kein Problem. Ich habe Katas noch mit. Kat. Zack. Und wo bin ich jetzt hier? Route 58. Botan Sinti, Castrol Valley. Okay. Weil in dem Turm kann ich... Hallo? Du möchtest gegen mich kämpfen? Okay. Ich muss die ansprechen, damit wir kämpfen können. Auch witzig. Sehe ich aber ein. 26? Ja, das ist für mein Kyo genau richtig. Natürlich kriegt erstmal Kyo auf die Fresse. Kyo muss sich auch erstmal an den neuen Körper gewöhnen. Konfusion. Ist jetzt nicht so der Bringer. Ach, keine Sorge, wenn Kyo erstmal Level 30 ist, dann läuft das. Dann läuft das. Ich werde natürlich nicht immer trainieren. Ich werde also nicht, wenn ich jetzt, sagen wir, gegen den Arenaleiter total kassiere, direkt sagen, oh, ich trainiere mich jetzt 5 Level alle meine Pokémon. Sowas mache ich nicht. Das wäre ja auch langweilig. Dann gäbe es ja keine Action mehr hier. Ich trainiere mich jetzt nur, damit, ja, nicht sowas passiert. Die wilden Pokémon hier sind 26, also die wilden Trainer. Die wilden Pokémon, die wilden Trainer. Was? Laber ich für eine Scheiße? Mit anderen Worten, muss ich mich halt höher machen. Okay, 36 ist schon ein bisschen viel. Aber hier konnte, hätte ich ja mal hingehen sollen vor dem Tower. Was Sinn ergibt. Jetzt habe ich den Tower gemacht, bevor ich überhaupt 37 erreicht habe. Würde ich sagen, 35 alle. Finde ich dann voll in Ordnung. Ja, der möchte auch nicht kämpfen, bevor ich den nicht mit dem geredet habe. Und jedes Mal, um mich wieder zu beleben, müsste ich jetzt... Ah, ja, nee. Ganz einfach. Wo kein Pokémon Center in der Nähe ist, machen wir uns ein Pokémon Center. Ganz einfach. Item. Super Potion. Auf Geo. Und dann kämpfen. Mir ist langweilig. Lass uns kämpfen, okay? Ja, wenn du willst, kämpfen wir. Tue ich dir zuliebe. Ah, oh. Cool. Croconaw. Kommen die mit so einem Pokémon hier? Oh, Scary Face, hat mich jetzt beeindruckt. Dum, dum, Bite, aua, sehr effektiv. Ja, das heißt, es ist schon ein Dark-Typ. Konfusion. Und tot. Habe ich auch immer benutzt, um zu rocken. Aber wenn es jetzt nochmal stirbt, dann kann ich es auch nicht retten. Ja, die wollen hier alle nicht kämpfen. Doch, die möchte wieder kämpfen. Stopp und bekämpfe mich. Na, wenn du unbedingt willst, habe ich nichts dagegen. Du und ich in Battle. Könnt immer noch ein Voltilam gebrauchen. Voltilam ist jetzt schon... Habe ich jetzt schon entschlossen, dass das mein Donner-Pokémon wird. Namens Sucker Punch. Weil das war ja die Anfrage darauf, dass es Sucker Punch heißt, mein Donner-Pokémon. Dann wird Voltilam auch Sucker Punch heißen. Wenn es passt. Sucker... Könnte knapp werden. Könnte herbe knapp werden mit dem Platz. Muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht. Das ist ein ziemlich langer Name. Also wenn, dann kann ich ihn immer noch Sakapun. Wahrscheinlich Sakapan. Gut alter Sakapan, Level 23. Trying to learn Quick Attack. Jo, wird erlernt. Ist eine gute Attacke, um... Habe ich immer eigentlich als drittes. Sand Attack behalte ich, weil Sand Attack eine richtige Hurensohn-Attacke ist. Vor allem hier. Nö, ich wechsle nicht. Oh, Chinchu wäre natürlich auch ein geiles Wasser-Pokémon. Aber dann wiederum... Ja, lol. Ich habe kein Pokémon dagegen. Haben wir auch noch keinen Pflanzen-Pokémon. Himene.
Zeig doch mal, ob du einem 26er viel gewachsen bist. Oder ob du schon von Aquaknarre so viel kassierst wie Super Sonic. Toll. Finde ich super. Erstmal fliegen. Erstmal fliegen. Und Donnerwelle. Schön. Wirklich schön. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert, Himene. Du gibst ja dein Bestes. Du warst ja schneller tot als Nekus da tot sein wird. Ja, ich setze ein Feuer-Pokémon gegen ein Wasserdonner-Pokémon ein. Ja, ich setze Flammenwurf gegen ein Wasserdonner-Pokémon ein. Aber das ist mir scheißegal, weil ich dieses Chinchu brutzeln werde. Und dann gibt's gebratenen Fisch heute zum Abendbrot. Und Nekus da don't care, dass ein bisschen nass wird. Nekus da macht einfach seinen Flammenwurf. Und gut ist. Und dann macht er eine Quick Attack. Da könnte man sehen. Da kennt der Nekus da nix. Der Nekus da war einfach aggressiv. It just didn't work. Ja, so ist das halt im Leben. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Part für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich weiß nicht, trainiere ich meine Pokémon? Weil eigentlich läuft es momentan noch ganz okay. Mit Kyo auf Level 23. Die macht ja jetzt schon herben Damage, ne, muss ich sagen. Also das gefällt mir richtig gut. Und der guten alten Himene, die ich wahrscheinlich umbenennen werde. Und ja, Himene werde ich wahrscheinlich trainieren. Würde mal sagen, Kyo und Himene trainiere ich auf Level 30. Und von da aus. Oder 35? Eigentlich habe ich gar keine Lust zu trainieren. Eigentlich geht das auch so von der Hand. Egal. Wir werden sehen, wie es im nächsten Part aussieht. Bis dahin, Leute.